Hallihallo und herzlich willkommen zu einer Forza Horizon 5 Multiplayer-Folge. Mit dabei heute haben wir Andi, Filmexperte, Nufan20stunden-Racer, Kuru, Aaron, Gelber Wurm, Luna und Spadboy. Grüß euch. Hallo. 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 Und wir gedenken im Geiste an Lukas370Z. Der ist quasi dabei, aber gerade nicht anwesend. Ist auch nicht weiter schlimm. Wir spielen übrigens Cops vs. Racer, das möchte ich natürlich nicht unterschlagen, aber liegt, glaube ich, so ein bisschen auf der Hand. Und es ist nicht nur im Spiel tiefste Nacht, es ist auch tatsächlich, während wir gerade aufnehmen, tiefste Nacht. Ich bin kurz vorm Einschlafen, Andi schließt sich mir da an, deswegen, wir werden heute still kommentieren. Wir lassen aber die Action sprechen oder die verzögerte Reaktion. Nennt's, wie ihr wollt, ich lasse jetzt auf jeden Fall mal den gelben Wurm sprechen, würde ich jetzt schätzen, weil gelbes Fahrzeug und so. Genau, gelber Wurm im gelben Maserati Gran Turismo. Und als nächstes steht Spadboy da mit dem BMW M1. Das als ist nächstes. Gelogen. Echt? Okay. Das ist keine Wahrheit. Ja, ist richtig. 1M Coupé. So. Ah, so wird ein Schuh draus. Ja. Ja, und als nächstes steht da der Ray im LFA. Und hier ist Luna im Cayman GTS im Helsing gewonnen. Und der Aaron im 360 Challenge Stradale. Ach, siehste, ich werde nicht korrigiert. Ah, ja, ja. Ist nee, im LFA mit 2 Zylinder oder weniger. Wie bitte? Ist ein LFA mit 2 Zylinder oder weniger, passt so. Naja, genau. Naja, wer weiß, vielleicht habe ich den Motor ja reingeswappt, obwohl ich es nicht abgesprochen habe und umgehe mal wieder die Regeln. Nein, habe ich natürlich nicht gemacht. Gut, Leute, ich würde aber sagen, wir wollen keine weitere Zeit verlieren und deswegen starten wir rein in die erste, hoffentlich nicht einschläfende Runde. Es kommt eh gleich jetzt eine übelste Schlaftrunkenheit. Ich sehe es schon, ich spüre es schon. Ja? Aber egal jetzt, also rein in die erste Runde. Ganz vorsichtig. Huch, das war der Rückwärtsgang. Ja, wir spielen mal wieder normales CVR, hat aber einfach den Grund, weil wir am heutigen Aufnahmetag gerne zwei Aufnahmen machen wollten und es aber nicht genügend Leute da waren, um tatsächlich für zum Beispiel CVR Offroad die Lobby zu füllen. Und dementsprechend spielen wir halt einfach mal wieder normales CVR, ist ja auch nicht schlimm. Ah ja, und wir übernehmen heute testweise mal eine Regel tatsächlich, aber vom Offroad CVR. Und zwar die Kaffeepause-Regel, wenn man verfolgt wird, darf man sie nicht abhalten. Mal gucken, ob das heute überhaupt passiert. Wir werden sehen. Auf jeden Fall geht's los in 3, 2, 1, let's go! Und ich habe so das Gefühl, wir sind heute die ganze Zeit in der Nacht unterwegs. Also wir haben schon vor der Aufnahme wieder mal ein bisschen Multiplayer-Lobby-Probleme gehabt. Und das ging jetzt, glaube ich, eine halbe Stunde oder so. Und es war vor einer halben Stunde einfach schon noch Nacht. Also diese Nacht-Season ist schon echt übertrieben lang Nacht. Ich glaube, das war jetzt sogar fast eine ganze Stunde. Eine Stunde haben wir jetzt nicht gebraucht, aber naja, wobei doch schon ziemlich. Also ich glaube, ja doch, okay, hast recht. Dann dürfte ja bald Tag werden. Oder die Sonne hängt, hat sich irgendwo festgepackt. Kommt nicht mehr hoch. Die Sonne ist nicht synchronisiert. Ja, ist so. Ja, wie damals, als die Sol-Mod für AC1 rauskam, da wo ja dann Tag-Nacht-Wechsel quasi über die Mod möglich war, wo dann in gewissen Endurance-Rennen manche mit der Mod gefahren sind und manche ohne. Sprich, je nach Stream, wo du geguckt hast, sind manche in der Nacht gefahren, manche am Tag, aber sie sind zur selben Zeit gefahren. Das war auch irgendwie immer so ein bisschen perplex. So, jetzt gucken wir mal. Hat jemand schon einen Kopf gefunden? Nö. Noch nicht. Nö, zwischendurch nur Luna. Die habe ich ja gefunden. Und da hat sie uns nichts davon erzählt. Skandalös. Ich weiß nicht, ob sie mich gesehen hat. Und Luna, ein Tipp für dich. Nicht immer als erstes spotten lassen. Luna, hast du mich gerade gesehen? Ja, ich habe dich gesehen. Ich habe einen anderen Racer gesehen. Fährst irgendwie immer auf meiner Fahrbahn und weichst nicht aus. Ja, Rechtsfahrgebot und so. Also... Sonst würden wir uns ja treffen.
Eskalation am Bahnhof Richtung Osten habe ich einen Kopf. Du hast einen oder er hat dich? Ja, er hat mich eher. Ich weiß nicht, okay. Ich habe auch gerade einen am Stadion wegfahren sehen. Aber er mich nicht. Fahren mit ihm einmal um den Park rum. Aber mal eine Frage, ich habe es hier auch schon angesprochen, weil wir halt, wie gesagt, wieder tatsächlich fast eine Stunde gebraucht haben, bis mal die Lobby stand. Meine Frage an euch Zuschauer, da ja heutzutage alle Menschen lieber gern, das ging aber schnell, gerne ihre Zeit kostbar nutzen, beziehungsweise so lange Videos, wie wir sie machen, eher am Aussterben sind. Auch mal an euch die Frage, fändet ihr es cooler, wenn wir diese zwei Runden in zwei Folgen splitten und quasi zum Beispiel Samstag kommt die eine Runde und am Sonntag die andere Runde, das so ein bisschen aufgeteilt ist? Oder sagt ihr, nee, ihr wollt schon wirklich dieses XXL-Eine-Stunde-Paket haben? Geht ja auch irgendwie darum, vielleicht auch das Ganze interessanter zu machen, vielleicht für neue Zuschauer oder so, weil so eine Stunde Video schreckt ja schon vielleicht mal ab. Einfach mal in die Kommentare schreiben, würde mich einfach mal interessieren. Ist jetzt nichts Verpflichtendes, einfach mal nur so ein Gedanke, der gekreist ist. Hat keiner eine Verfolgung? Ein Kopf, die Speerstraße nach Norden. Ja, super, ich habe wieder einen hinter mir. Hauptstraße Richtung Westen, ganz im Osten. Ich habe einen Kamera hinter mir. Oh. Ja. Der hat sich aber verbremst. Hä? Ich bin jetzt auf der parallel südlichsten in Richtung. Jetzt Winkelgasse. Stimmt, da muss ich heute auch mal nochmal hin. Darf ich nicht vergessen. Ja, gab Frontaltreffer, aber nur 31 Motor, von daher alles gut. Bin jetzt parallel nördlichste Richtung, nördlichster Punkt. Und ich glaube, ich habe einen Wegen der Wahrheit. Aha, ich hab's abgehängt. Ich bin nördlichste Richtung Osten. Krass, wie leise der LC500 ist, wenn du da so untertourig fährst. Ja, immerhin trotzdem noch ein V8, also. Ich hab nämlich mal mit einem LFA-Motor aufgebaut in LC500, da fand ich ihn auch sehr angenehm. Ja, ich habe ihn auch mit dem, also jetzt heute nicht, aber in der Let's Play-Folge habe ich es auch gemacht. Servus. Mein Reifenabrieb dürfte ja einfach überhaupt nicht vorhanden sein, ja, 5%. Ich schleiche schon die ganze Folge aber mit 30 Sachen, 40 Sachen durch die Gegend. Richtiger Bummelzug. Ich war hier mit 100 und ich habe 20%. Okay, ich bin jetzt auf der Hauptstraße Richtung Treppenplatz von der Richtung Osten. So rum. Nee, Westen. Richtung Westen, Richtung Hauptbahnhof. Bin jetzt gleich am Hauptbahnhof, biege aber Richtung Brunnen ab. Ja, ich sehe es. Bin gerade im Tunnel und schleich durch die Gegend. Ich weiß ja nicht, ob ihr es schon wusstet. Aber so mancher ist bei einer Polizeiverfolgung, hat sein Auto abgewürgt. Das wäre dann wohl ich. Ja, auf jeden Fall kann der Sprit nicht ausgehen. Ist richtig, ja. In FH3 ging das ja noch, bis sie es dann rausgepatcht haben. So, ich fahre jetzt vom südlichsten Punkt aus Richtung Bahnhof. Dann von dort aus auf die Eskalation. Am besten nicht in den Park. Dann fahre ich die Sperrstraße jetzt hoch. Richtung südlichster Punkt. Nee, das war
südlichste. Ah, hi. Jetzt in die südlichste rein. Oh Gott, komm ich an. Okay, ich werde wahrscheinlich umkehren. Jetzt kriege ich schon eine Lichthube von dem Passanten von hinten, weil ich ihm zu langsam bin. Das sagt, glaube ich, alles. In der Südlichste. Wie langsam fährst du denn? Fährst du wirklich 30? 30, 40, ja. So immer so ein bisschen hier zum Hin und Her. Also ich schleiche ja wirklich volle Kanone durch die Gegend. Ich versuche ja, das mal, Alter. Das ist ja voll anstrengend. Es geht, also bei dem Auto geht es übelst entspannt eigentlich. Ich muss quasi so nur so einen Finger so ganz leicht anlehnen an das Gaspedal. Und na toll. Ich mach das und krieg einen Kopf von hinten. Okay, südlichste Straße übrigens. Ich muss mein bremsen, weil das sonst zu schnell ist. Also Ray, deine Tipps sind... ich weiß das, ja das nicht. Das war kein Tipp. Also, das hast du falsch verstanden. Das ist eine Challenge. Mein Hinweis. Also... Einmal so fahren wie Ray und zack, kommt der Kopf. Ja, das ist schon die gehobene halt Kunst halt hier. Ist halt die Strafe dafür. Ja, in der Regel ist es eigentlich am geschicktesten schon so eine gute mittlere Geschwindigkeit zu fahren, sodass du halt auch schnell wegkommst. Aber... ich bin da gerade mit 40 lang gestrichen und auf einmal kommt die Kopf. Also meine Verfolgung war aber auch schnell zu Ende. Dafür, dass ich so geschlichen bin. Was Lautes? Ah, das ist ein Ferrari. Ich bin jetzt am nördlichsten Punkt. Aber nicht unser Ferrari, glaube ich, oder? Wo? Aber es in den Winkelgasse. Punkt? Doch, ist unser Ferrari. Ah, ja, okay, bin ich genau hinter dir. Im Eiltempo. Oh, da bist du doch jetzt der leuchtende Tanky sein, den ich nur am Tag gesehen habe. Ich frage mich, der ist weg. Ah, da war nur die eine Season da. Ich dachte, der ist immer da. Ganze Serie, nicht nur die eine Jahreszeit. Vielleicht geht ja die Taktik auch so langsam rumzuschleichen, dass sie dich erstmal für einen NPC halten. Ey, ist aber immer noch Nacht, ne? Also ich glaube, das kann nicht richtig sein, oder? Das ist schon crazy. Also wie gesagt, an die Zuschauer, das ist jetzt schon mindestens eine Dreiviertelstunde so Nacht. So lang war das doch noch nie, oder? Also es ist klar, ich weiß, dass in der Serie länger ist, wo wir aufnehmen. Ich weiß nicht, wann die Folge kommt, da wird wahrscheinlich schon Serie 2 sein, aber... Oh! Ich bin so dumm. Bin im Untergrund. Ich bin so dumm, ich gucke die ganze Zeit nach hinten und in den Himmel und von vorne kommt ein Kopf und rammt mich frontal mit Vollgas. Aber ich habe nur 1,7% Motor bekommen, ist ja lustig. Ich fahre einen Panzer. Ist ja auch ein Lexus. Richtig. Die haben mir damals schon Panzer gebaut. Folgt er mich jetzt oder hat er sich dabei zerstört? Das wäre halt übelst lustig, weil es eher so 50% Motor, ich 1,7. Das wär's doch. Also beim Startunplatz hat er mich frontal, aber der ist nicht mehr an mir dran. Folgt jemand anders? Luna, bist du noch verfolgt? Ja, ich werde immer noch verfolgt. Ah, okay, deswegen wahrscheinlich. Heute bin jetzt im Übrigens Kaffeepause mittlerweile an diejenigen, die... Oh ja, sehr schön. Ist danke. Auch schnell. Und ja, Luna, du kannst nicht, es sei denn, du entkommst. Ich glaube nicht. Das gibt für uns wiederum, die jetzt gerade nicht verfolgt werden, einen extremen Nervenkitzel, weil wenn du es jetzt zu lange rauszögerst und dann hast du auf einmal einen Kopf an der Backe, verpasst du dann hast du ein Problem, genau. Ja. Wobei, mit der Schleichfahrt, die ich mache, ich würde die Runde durchhalten. Ich habe erst, das Höchste, was ich habe, ist 11,2% an Reifen. Ich hab 30, also, 31. Tut mir leid, die Zuschauer, ich muss so weiter bummeln, dann halten die Reifen aber auch länger. Die neue Meter. Okay, das ja, kann echt jetzt so problematisch werden. Die ist zwar langweilig wie Sau, aber sie funktioniert. Ja, solange es dann eine spannende Verfolgung gibt und nicht so wie meine eben, so zack, einmal angestupst und auf so einer Treppe aufgespießt. Das ist halt so ein bisschen das Schade oder an der Guanajuato CVR-Geschichte. Einerseits ist es viel Action, aber die Action ist auch super schnell vorbei. Da ist dann halt wieder Offroad geil, da hast du halt einfach mal 10, 15 Minuten eine Verfolgung einfach. Sag doch, dass du hier bist. Sorry. War Absicht. Ich muss mich unter anderem aufnehmen. Wo ist... Sorry, ist egal. Bin Bodenplatz.
auch gar keine Gedanken drum gemacht, wo du sein kannst, sondern kommst du mir auf einmal entgegen. Echt jetzt? Die scheinen euch ja auszuweichen, also von daher. Hummel frontal reinfahren bringt mir nichts, ich habe immer noch einen Mittelmotor. Und ich wollte mich eigentlich reparieren fahren. Ja, ich würde auch gerade überlegen, ob ich mir das jetzt nicht einfach mache, dann ist es erledigt, aber. Ja, ich konnte nicht auf einmal, weil Luna vor mir. Ray, probier mal bitte Folgendes aus. Wenn du so langsam durch so eine Blitzerzone schleichst, ob man die überhaupt aktiviert. Ja, das habe ich schon mal ausprobiert im Let's Play. Also die löst normalerweise immer aus. Okay. Weil ich weiß. Also in FA5 auf jeden Fall. Bei den alten Teilen weiß ich nicht. Könnte sein, dass da mal nicht so war. Dass ich... Die schrotten mir hier gerade übelst den Kopf, aber am Motor. Ja, bei dir wird halt wahrscheinlich der Reifen irgendwann das Problem sein, wenn du halt jetzt eben die Kaffeepause nicht bekommst. 90, ja. 90, oh Gott. Oh, ich merke gerade, es wird ja hell. Das ist, die Sonne geht auf, das ist für mich ein Zeichen, ich repariere mich. Und da ist ein BMW. Okay. Apropos, jetzt noch Kaffeepause. Apropos Kaffeepause. Kann ich denn noch? Habe ich noch einen Schluck Kaffee, tatsächlich. Ganz kalter. Ne? Ja, noch eine Minute. Aha. Ja, perfekt. Kannst du noch nutzen, oder? Guck mal, was da ist. Ein da gelber Wurm. Na, voll. Ich achte schon wieder nicht drauf. Ich habe schon wieder nach hinten geguckt und krieg frontal einen ab. Na naja, gut, egal. 5%. Jetzt wirst du verfolgt. Aber frontal einen ab und nur 5%, das ist ja nix. Aber ich habe jetzt halt alle Camaros an mir dran, das ist halt schon Schmutz. Ja, eigentlich ist es nur 4, oder 3, noch was. Hat's ja schon, nee, oder warst du schon Kaffeepause? Oh, das finde ich so assi, diese Dive-Bombs voll querfeld ein. Also ganz ehrlich, das finde ich richtig schwach einfach. Also ich habe ja schon extrem querfeldein abgekürzt, damit sie mich da nicht reincrashen, und er hat halt noch viel, viel mehr querfeldein abgekürzt. Also, finde ich. Bist du bei der östlichsten, oder? Ich fahre jetzt quasi hier gleich hoher Curb quasi runter. Hoher Curb? Ja, Grandstein. Hohes Curb. Ah. Ich hab gerade den Kopf ein bisschen seitlich erwischt, waren 39%, war nicht so schlimm wie der Vollgastreffer von eben. Problem ist, meine Lenkung ist jetzt auch ziemlich kaputt, weil die mich jetzt doch ziemlich kaputt gescheppert haben durch diese Attacke. Ja, meine Lenkung war irgendwie bei 80%. Ja, scheiße. Ich hasse es, wenn die so zucken irgendwie. Ja, die haben mich. Was? Schnell weg, ey, sag doch, dass du da bist. Achtung, Cops. Oder dreh um. Aber ganz ehrlich, dann mache ich das jetzt aber bei deren Runde dann auch. Dann kürze ich auch überall ab, wo es nur geht, als Cop. Und das fand ich schon ein bisschen jetzt. Ein bisschen too much. Also, ich habe schon, finde ich, als Racer jetzt ziemlich drüber gecuttet. Und dass sie dann mich so noch treffen, puh. Ich glaube, die verfolgen dich, gelber Wurm. Gehabt. Nee, weil ich bin einmal scharf abgebogen, deswegen. Oder hast du irgendwelche an dir dran? Ich hab keine, ne. Ich bin im Untergrund. Fährt gerade jemand im U oder Richtung U? Nee. Auf jeden Fall ist er gerade in den Kopf reingefahren, von unten. Können sie ja machen. Wie viel haben sie jetzt? 4, ne? Oder? Einmal Luna, einmal mich, zweimal das Bad Boy, oder? Nee, mich einmal.
Und mich einmal in gelben Wurm. Ah, okay. So war das. Okay. Ferrari, ist der Ferrari? Das ist Aaron, der Last Survivor quasi. Ich habe einen Camaro am östlichen Tunnelausgang. Bin jetzt Baumallee-Fahrer. Oh, ich komme einfach nicht mehr weg. Verbindung zum Statuenplatz. Lebt mir richtig am Arsch. Sorry für das böse Wort, sagt man nicht. Fahr jetzt Richtung Nerdliste. Nö, da bin ich gerade. Ja, ich fliege mal. Nein! Aha, verarscht. Okay, jetzt kannst du auf die Nerdliste, ich bin weg. Naja, ich fahre gerade die Eskalation Richtung Osten. Ja, aber ich habe nicht genug Leistung, also die kleben mir. Ich bin im Unterquot, mir ist es egal. Nein, 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 das macht ihr nicht. Zack, dankeschön. Haben sich selber abgeräumt. Bin jetzt Verbindung Hauptstraße, westliches S, hoch Richtung Norden. Aber ich denke mal, ich mach's nicht mehr lange hier. Der Ferrari hört sich schon schön an dem Tunnel. Parallel nördlichste Richtung Osten. Nein, nicht die Osten. Nein, nein, auch geht's. Ich komm da hin, auf einmal kommt der Lexus. Ich wahrscheinlich gut ist. Benno. Ah, die Cops cheaten doch. Ja. That's illegal. Ah, ich fahr nochmal Winkelgasse. Aber krass, also Frontaltreffer, auch wenn ich dazu, also muss ich auch sagen, das habe ich natürlich dumm geschrieben, diese zwei Frontaltreffer, aber die haben eigentlich kaum Schaden gemacht. Also das war. Oh, auch wenn es schlecht gespielt war von mir, war es eigentlich nicht entscheidend. Entscheidend war eher wirklich, dass mich da einer komplett querfeldein abgeräumt hat. Hopp auf der parallel nördlichsten Richtung, nördlichster Punkt. Habe ich nicht gerade hinter mir gesehen. Schade, das fliegende Auto ist nicht mehr da. Ich höre was ziemlich Lautes. Oh ja. Er guckt da nicht nach hinten. Doch, er guckt nach hinten natürlich. Okay, Park habe ich einen Impala, glaube ich. Also ich habe zwei Cops und komme U runter. Sind zwar noch nicht direkt dran, aber... Oh, ich fahre gerade U rein, das ist schlecht. Wohin, U? Ich fahre Richtung runter. Park unterwegs. Hier kamen gerade zwei auf der Eskalation entgegen. Da fahre ich von U quasi da lang. Will wer auf die südlichste fahren? Ich fahre südlichste. Schlecht. Okay, ne, alles gut. Ich muss nicht, ich kann auch hier. Nö, ich will noch. Ich fahr parallel südlicher, okay. Ich habe keine Verfolgung deswegen. Ja, ich auch nicht. Also der hat, glaube ich, nur kurz angehalten und. Aber die waren in die Richtung unterwegs. Also ich denke mal, da wird es gleich echt Action geben. War jetzt Brunnenplatz vorbei. War Richtung nördlichster Punkt. Mach den Ferrari, lässt dich schön fahren. Okay, ich glaube, ich komme da nicht an. Das ist der 360, ne? Oder? Mhm. Ja, das ist eh gut. Der Challenge Stradale. Ja. Der und der 430, die sind im getunten Zustand echt richtige Monster. Also haben mich auf jeden Fall festgesetzt. Ja, haben wir mitbekommen. Ich brauche auch mal überlegen, ob ich vielleicht den 355 Berlinetta vielleicht nehme. Ja, ist auch nicht schlecht. Bisschen schwer, glaube ich, aber nichts, was man nicht ändern könnte. Schwerer als den Bock, den ich fahre auch nicht. Ich bin Park. Ich hab's gerade gesehen. Jo, wie er durch die Kurve driftet. Okay, die Vor sind wahrscheinlich auf dich, Luna. So wie der mich eiskalt ignoriert. In
Oder Camaro? Keine Ahnung, bei mir hat er ein Design gehabt, ein Camaro. Ah, jetzt in Suchen. Und komm dann am südlichsten Punkt da, also Richtung südlichste raus. Der Camaro interessiert sich aber auch nicht für mich. Naja, die werden jetzt auf Luna forcen, schätze ich mal. Jetzt fühle ich mich gemobbt. Ein Kopf auf Eskalation Richtung Westen. Das hätte ich vorher sehen müssen. Ich verstehe aber nicht, warum die so auf Frontaltreffer gehen. Ja, muss mal ein bisschen angasen, kann nicht immer rumschleichen. Ich habe hier noch ein paar Körner zu verteilen. Wie war das mit Rechtsfahrgebot? Ja, das ging nicht anders. Wenn ich rechts, so schnell wie ich da gefahren bin, und da war noch Verkehr vor dir, da wäre ich frontal in den Reihen. Deswegen musste ich ganz links, aber... Ich hab's auf rechts. Ja, alles unter Kontrolle. Wir sind ja Profis. Okay. Richtig. Nicht so wie die Cops. Eskalation. Richtung Hauptstraße. Gut, dass ich nördlichste bin. Mal wieder. So, Hauptstraße. Und kommen jetzt gleich bei der Universität vorbei. Fährst du dann weiter? Ja. Okay. Ich bin aber eigentlich noch. Und vom östlichsten S aus fahre ich runter. War ein Fehler. Vielleicht auch nicht. Von dort aus fahre ich der Ferrari. Ja. Also wir treffen uns die ganze Zeit. Das ist der Wahnsinn. Mist, der hat mich doch bemerkt. Östlichste Straße, Nordosten. Habe ich einen Kopf? Eine gute Minute, nee, nicht mal, eine kurze Minute, ach, keine Ahnung, irgendwas um eine Minute bis Overtime. Ey, du hast keine Verfolgung mehr, die haben es aufgegeben. Ah, okay. Ja, ich hab's aber heute mit den Frontaltreffern, ey. Ja, ich auch leider, aber wie gesagt, die waren bei mir nicht mal so entscheidend. Hätten sie aber sein können, also wenn ich ein anderes Auto gefahren wäre, wäre ich da wahrscheinlich schon zweimal tot gewesen. Muss man mal auch ehrlich sein. Mir wollte die Cops erst gar nicht versuchen. Okay, der ignoriert mich. Also die nehmen jetzt aktuell, glaube ich, echt nur diese eine Verfolgung wahr. Ja, das bin wahrscheinlich ich, ja. Nördlichste bin ich Richtung Westen. Bitte was? Nördlichste Richtung Westen. Achso. Es ist Overtime in 4, 3, 2, 1, jetzt. Also ich habe safe keine Verfolgung. Ich guck mal. Nein! Ich habe, glaube ich, gerade eine Gruppenroute festgelegt. Es tut mich sorry. Ich mach die mal kurz weg. So. Also Aaron hat's überlebt, Luna hat's überlebt, Spadboy hat's überlebt und Gelber Wurm. Ja, ich weiß. Du hast mich drum. Ich glaube, du wirst verfolgt. Aber nur so ein ganz kleines bisschen. Riskiere ich jetzt an die Tunnel? Die hat doch schon wieder getriggert nicht? Hier. Nein, ich will nicht an die Tunnelwand. Ja, warum denn nicht? Die Wand ist schön. Ah, nein. Ich glaube, das war's, wa? Ja, das war's. Okay. Ja, starkes Spiel von Cops. 7 Stück, wenn ich richtig gezählt habe, haben sie bekommen. Also, das in diesem müde Zustand, das finde ich schon sehr fies. Vielleicht sind die gar nicht so müde wie wir. Also, da müssen wir nochmal ein ernstes Wort drüber reden. So oder so, werden jetzt die Seiten getauscht. Schauen wir mal, was die so aufgebaut haben als Racer-Fahrzeug. Und wir springen in unsere Cop-Fahrzeuge. Und da sind die Seiten getauscht und das sieht auf jeden Fall nach einer sehr racigen Truppe aus, zumindest mal, wenn ich die ersten 3 Fahrzeuge sehe. Aber gehen wir sie doch nacheinander durch, beziehungsweise die Herrschaften stellen doch selber ganz kurz vor, was sie da fahren. Ja, im MGX Power TCR, den fährt Filmexperte. Ja, Lukas 370Z im Link & Co. TCR. Kuro einmal im 330 P4. Der Pirat im 370Z Nismo.
Und nur 24 Stunden Racer im Audi RS 7. Ja, finde den Fehler. Lukas R70Z sitzt nicht im RS 7. Richtig. Habt ihr gemerkt. Klasse. Ja, ich rufe euch mal raus. Viel Spaß. Ach, keine Ahnung. Viel Spaß. Die Filter anpassen. Das wäre ein bisschen unfair. Ach. Das ist Camaro-Bonus. Wurde auch schon gestartet. Yep. So, da sind sie unterwegs. Ich habe leider den Start verpasst, aber ist nicht so schlimm. Fahren wir halt ein bisschen später los. Dürfen sie ja länger wie eine Minute fahren, ist ja auch kein Problem. Zur Einteilung hätte ich jetzt einfach mal gesagt, wir probieren mal alle zu verteilen. Sprich, der Impala ganz rechts außen, also in Fahrtrichtung rechts außen, macht einfach mal den Südwesten, der Camaro macht dann quasi den Nordwesten, so, also ihr so beide ein bisschen im Westen, ich mach mal die Mitte und die anderen beiden kümmern sich mal so ein bisschen um Osten, beziehungsweise der Camaro ganz links, vielleicht so eher die nördlichen Straßen. Also quasi Impala, Südosten da die Ecke und der Camaro links dann eher so die nördlichen Straßen, die beiden, und ich mach mal so ein bisschen die Mitte. Und dann klassische Bambini-Taktik, alle auf einen, voll drauf, keine Zweitverfolgung, hätte ich jetzt erstmal gesagt, sondern wirklich voll fokussen. Und let's go! Genau. Weil ich muss auch, glaube ich, einmal meinen Schaden noch resetten. Das, glaube ich, sollte einmal noch erlaubt sein. War es, glaube ich, richtig Schaden, die Treppe runterzufallen. So. Und kurz zur Aufklärung, weil ich ja gemeint habe, die haben mich vielleicht Offroad attackiert. Also wird noch untersucht, aber nicht weiter schlimm. Ist mir halt nur aufgefallen im Moment. So. Viel schlimmer ist, dass ich Kuro gesehen habe. Eskalation Richtung Osten, aber ich bin ziemlich weit weg. Mal gucken, ob ich aufholen kann überhaupt. Bei Dingens. Oh, der sieht halt keinen Verkehr. Das ist richtig. Also der hat schon hier wieder einen umgebracht. Ist eigentlich ganz leicht, ihn zu verfolgen. Ja, ich muss nur die Scherbenhaufen einsammeln, meinst du? Aber der ist super schnell gefahren. Nee, ich habe ihn nicht mehr. Bleibt erstmal auf Position. Ja, ich habe ihn auch nur ganz weit in Entfernung gesehen. Aber ich höre was. Irgendwo. Vielleicht auch nicht. Da war was Grünes. MG Hauptstraße irgendwo in der Ecke. Ja, Hauptstraße Richtung Westen. Nein, ich bleibe an einer unsichtbaren Kante hängen. Was ist das denn? Er ist hier Ollivander-Scheiße da gefahren. Siehst du wo? Ah, nee. Gerade mit meinem Auto überfordert gewesen. Ja, okay. Wir sind halt einfach schlecht. Ja, okay. Wieder verteilen. Sorry. Kein Problem. Ich habe auch nicht gerade besser gespielt, als blöden unsichtbaren Kante hängen geblieben. Da ist Kuro wieder, Hauptstraße gleich Hauptkreuzung Hauptstraße, also da bei Universidad, Universitätskreuzung, aber bis ich jetzt gewendet habe, er fährt nach Osten durch, Hauptstraße, aber ja, der ist wahrscheinlich wieder über alle Berge. Ich meine, allein mit diesem P4, ist er da abgebogen oder weiter? Er ist geradeaus weiter. Ja, okay, also Osten quasi, Eck jetzt nach Süden runter. Ich bin halt nicht wirklich dran. Ich schätze mal. Ne, keine Ahnung, ich bin nicht dran. Könnte von den Reifenspuren her, würde ich jetzt mal behaupten, erst Richtung Baseball gefahren. Aber sehen tue ich ihn halt leider nicht, deswegen. Ja, okay, ich habe aber den MG wieder gefunden. Der südlichste Straße Richtung Westen. Also vielleicht mal von Speer quasi da mal abwarten erstmal, wann er da kommt. Nicht entgegenfahren, sondern erstmal nur warten. Ich gebe gleich weitere Instruktionen. Ja, also MG wieder dran. Ist jetzt quasi bei der Statue, bei der südlichsten. Ich sag gleich, wann er da kommt.
Jetzt mitten in der Blitzerzone. Verlässt die jetzt gleich. Also kommt gleich raus auf der Speer. Lass mal da hier dicht machen, Impala. So, der kommt jetzt um die Ecke. Sehr gut. Noch gestriffen. Verdammt. Okay. Ja, fährt Speer nach Norden. Fährt Hauptstraße rein. Fährt Untergrund von Hauptstraße aus. Fährt geradeaus weiter am Untergrund, dann quasi Richtung, Richtung Theaterecke. Und fährt quasi beim Theater raus. Baumallee, ja, überkreuzt auch Richtung Baumallee. Und fährt dann beim östlichen Essen die Richtung hoch. Und fährt auch östliches S rein Richtung Hauptstraße dann. Unsere Hauptstraße Osten da, die Ecke. Ich fahre ins östliche S. Na, verdammt, meiner. Und fährt in parallel nördlichste Richtung Westen. Das ist auch der Audi, aber den ignorieren wir. Wir bleiben beim MG dran. Fährt nördlichste, parallel nördlichste weiter Richtung Westen durch. Natürlich bleibe ich jetzt an der Treppe da hängen, oder was? Nee, okay, fährt weiter durch. Und kommt zum nördlichsten Punkt. Habe ihn da an der Kante gefahren, aber ja, ich bleib hängen. Ich hänge an der Kante fest. Noch hier. Schaffst du es? Naja, schade. Nee. Wir sind immer noch nördlichster Punkt quasi. Ah, das gibt's doch nicht. Erst Tunnel nach Süden runter. Bin jetzt im Tunnel. Tunnel rausfahren, biegen links, rechts Bahnhof. Fahren weiter in Bahnhof. Immer noch Bahnhof zum südlichsten Punkt. Ja, ich repariere mich da mal schnell. So viele Frontaltreffer gefressen. Sind jetzt am südlichsten Punkt. Und wir biegen ins U ab. Kriegst du den rüber gedrückt? Schaut leider nicht, okay. Dann lass ihn ins U durchfahren, weil das kostet nur Zeit, wenn wir den jetzt hier zu lange Offroad forcen. Vielleicht in den Park unterschieben? Also er fährt U und er fährt dann runter tatsächlich in diese okay. Teufelsecke da, die es da gibt. Ach. Ja, schade. Ey, ohne Witz, ich fahr jetzt einfach nur noch hinten drauf. Es bringt nichts da, versuchen seitlich reinzurutschen. Weil das guckt er uns aus. Also er fährt Eskalation jetzt. Ey, ich bleibe auch an jeder Kante gerade hängen. Rechts vorbei. Also Eskalation weiterhin durch. Eskalation Richtung Statuenplatz. Fuck, ich bin nicht abgebogen. Muss jemand anders ansagen. Fahren jetzt. Sind Winkelgasse abgebogen. Fahren parallel nördlichste Richtung, nördlichster Punkt. Ja, wenn wir da vorne. Anders, ich bin kaputt, ich würde mich reparieren. Ja, das Problem ist ja so weit vorne, dass ich jetzt ihn gleich verlieren werde. Könnte parallel. Nee, fährt nördlichster Punkt. Er hat zweimal schon frontal gefressen und hat trotzdem noch dieses Speed drauf. Ich weiß ja nicht. Er ist im Tunnel, fährt nach Süden. Okay. Biegt wieder ab Richtung Bahnhof. Ist aber auch schnell, ne? Ja, das sind halt diese Rennwagen, ne? Ich weiß halt auch nicht, ob die da so wirklich in dieses Format gehören. Weiter Richtung südlichsten Punkt? Ja. Okay, ich komme von vorne.
kommt ein Impala und ein Camaro entgegen. Gut. Okay, Camaro hat getroffen. Er überschlägt sich. Ja, natürlich landet er genau. Ach, come on. Ein bisschen Glück dürfte doch auch mal dabei sein. Ist es gleich beim Brunnenplatz? Ist jetzt am Brunnenplatz. Perfekt. Fährt geradeaus weiter Richtung nördlichster Punkt. Oh, nicht Ghosted. Uns gegenseitig drücken, Leute. Alle dran, ja, ne? Ja, ja. Also 20, 22, 23, 24. Ja, Hammer. Okay, wieder verteilen. Da bringe ich jetzt mal nicht. Meistens ist irgendein Racer eh immer in der Nähe. Hey, ich habe gerade nur die Laterne gestriffen. Ja, ich sehe Kuro schon wieder, aber der ist wieder so weit weg, als dass ich da keine Verfolgung hinkriege. Wäre Eskalation. Ja, ist auch Eskalation Richtung Speer. Und fährt fährt Richtung Bahnhof. Eskalation. Biegt ab Richtung Park. Und biegt ab Richtung Haarnadel. Dann komme ich entgegen. Ist jetzt Haarnadel genau im Scheitelpunkt. Fährt jetzt hoch auf Speer wieder. Ja, das sieht halt keinen Verkehr. Das ist richtig dumm. Fährt parallel südlichste. Also ich bin ganz ehrlich, wenn das jetzt gleich zu richtig dummen Situationen führt, dann breche ich das ab mit Kuro. Also dann verfolgen wir den nicht, weil das macht dann keinen Sinn, weil der wirft uns alles entgegen, ohne Verlust zu haben. Und ja, scheiße. Musst du ansagen? Ja. Oh Gott. Ja, da ist er jetzt wieder abgebogen. Ja, wir waren, ne? Wir war. Ja. Aber Theater dann wohl, oder was? Ja, scheint so. Ja. Ja, ist gerade in der Baumallee rein. Biegt links ab, dann rechts. Ja. Ja, links, rechts sind die schlechtesten Ansagen, die du machen kannst. Kathedrale hoch. Nördlichste Richtung nördlichsten Punkt. Ja, ich bin parallel nördlichste gerade. Kuro können wir, glaube ich, vergessen, der ist so schnell. Ja, das ich sage ja, diese Meta-Autos, das ist einfach, das macht halt eigentlich keinen Sinn gegen die. Weil da brauchen wir so viel Team-Effort, um die überhaupt stoppen zu können. Und nördlichste. Dann hat der jetzt zusätzlich noch keinen Verkehr, das macht es jetzt halt fast unmöglich. Nördlichster Tunnel, also sollen wir aufhören? Warte mal, wo ist ja, er? Ja, ich port mich kurz noch Brunnen, aber im Prinzip können wir ihn eigentlich ignorieren. Also wie gesagt, dadurch, dass er nicht mal Verkehr hat. Fährt in den Park rein. Auf Eskalation hoch. Bin dran. Fahren Richtung Osten, Eskalation. Die haben sich gerade gegenseitig abgeräumt. Ich würde den MG kurz festnehmen. Achso. Welche Höhe Eskalation? Kurz vor Speer. Okay, jetzt fährt er wieder rückwärts. Nicht. Marvin. Okay, und ich habe immer noch Kuro. Ah, okay, das ist nervig. Nicht mehr Alex. Wo ist er? Fährt Richtung nördlichsten Tunnel, die Bahnhofstraße entlang. Okay. Okay, ich bin... Fährt weiter Richtung Hauptstraße. Fährt die Hauptstraße, ist am Treppenplatz vorbei. Weiter Hauptstraße.
immer noch Hauptstraße. Universität ist relativ weit vorne. Fährt Richtung östlichster Punkt. Der wird nicht abfliegen. Ja, der hat halt auch dann zu viel Dings und dann einen Mittelmotor bei dem Ding. Also ich würde sagen, Kuro ignorieren wir, das macht gar keinen Sinn. Also ist der Audi A, weil das Auto zu krass ist und B, weil er auch noch keinen Verkehr sieht. Audi parallel Richtung Osten, fährt Richtung Westen. Sind jetzt über die Kreuzung, Universität müsste es sein, fahren wir weiter. Ja. Parallel nördlichste. Sind jetzt an der Kreuzung zur nördlichsten. Fahren weiter, nördlichster Punkt. Biegen ab in das nach West. Ja, nach Westen ist jetzt westliches S Richtung Süden. Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Sind jetzt östlich oder westlich? Westliches S Richtung Süden. Ja, okay, mein Fehler. Haben wir ihn aber jetzt gerade verloren auf der Hauptstraße. Ja, okay, ich fahre mal Hauptstraße von Osten durch, vielleicht treffe ich... Ja, da ist er nochmal. Habe ihn nur gestriffen, er ist ganz im Osten. Aber ja, bis ich jetzt gewendet bin, Luna ist östliches S reingefahren, tatsächlich. Kuro fahren, ich glaube, das bringt nichts. Nee, Kuro ignorieren jetzt bitte, komplett. Macht keinen Sinn. Aus mehreren Punkten. Also, der Audi laut Reifenspuren müsste jetzt Baumallee gleich sein. Okay. Aber ich bin so weit... der ist abgebremst. Der ist, glaube ich, die andere Richtung gefahren. Nee, der ist da nicht mehr. Der ist quasi eher Richtung Teufelseck gefahren. Also, ja, wieder verteilen. Okay. Ist halt gerade ein bisschen unglücklich alles. Aber, hey, so Runden gibt's halt. Ja. Wenn du musst ja auch bedenken, wir haben zwei Leute mit diesen Rennwagen-TCA-Karren, die ultra viel Grip haben. Und so, schwierig. Plus dann noch Kuro mit dieser komischen Karre, also ja. Der Audi mit Albert ist auch nicht der leichteste, ne? Nee, richtig, also von dem her machen wir uns da keinen Kopf. Jetzt gucken wir einfach, dass wir vielleicht die Schlussphase nochmal ein bisschen spannend hinkriegen. Dann kriegen wir vielleicht noch ein, zwei und dann müssen wir damit glücklich sein. Habt den Audi parallel südlichste, fährt ins Wirrwarr. Okay. Muss umdrehen. Das ist auch der. Ist dann sehr schöner Treffer. Und dann nehmen wir den 370Z, ist glaube ich besser. Ja. Ist auch Wirrwarr. Fährt hinter das Theater. Fährt Eskalation vom Wirrwarr aus und kreuzt rüber Richtung Hauptstraße. Und dann nach Osten. Okay, ich warte bei der Uni. Ja? Ach, oh Mann. Er fährt Richtung Osten, oder nicht? Du weißt, Er fährt Richtung Brunnenplatz. Richtung Statue, sorry. Ich weiß allerdings nicht, ob er da jetzt gekreist ist. Ich hab nur im Augenwinkel gesehen. Winkelgasse, wenn ich richtig gesehen hab. Ich geh mal gucken. Oder, ja, irgendwas hab ich. Winkelgasse rein oder was? Ja, Richtung Norden. Ich hab mal, was verfolgen wir jetzt? Immer noch den Nissan. Gar nichts, wir haben ihn verloren. Nee, der Nissan ist jetzt Sperrstraße Richtung Süden. Der ist. Fährt jetzt wieder, wie heißt die scheiß Straße? Wir fahren wieder Untergrund rein. Wir kommen wieder Untergrund, Hauptstraße raus. Sind jetzt wieder auf Hauptstraße. Biegen da wieder auf die Parallelstraße runter. Wir fahren jetzt nur im Kreis. Was für eine Parallelstraße? Bitte mal. Müsste Eskalation sein, wenn Eskalation, genau, Entschuldigung. Dann Richtung? Hauptstraße wieder hoch. Wir fahren die Richtung Osten durch. Sag mal, Jakobund? Keine Ahnung. Sind jetzt Winkelgasse vorbei. Also Hauptstraße Richtung Osten. Ja. Audi Eskalation Richtung Osten. Von Sperrstraße aus. Fährt auf Hauptstraße hoch. Ja. Fährt ins westlichste S rein.
In etwas Entfernung allerdings. Aber nach Norden hoch quasi. Ja. Laut Reifenspuren ist er entweder nördlichste oder parallel nördlichste. Ah, parallel nördlichste. Hab nicht von Teil gestritten. Okay. Bin dran, fährt Winkelgasse. Gut, okay, dann bin ich ein gutes Stück hinten dran. Nein, ich bleib an der Wand hängen. Richtung Osten. Ja. Hauptstraße oder was? Osten. Ja, okay. Fährt nördlichste. Okay, bin ich auch gerade? Nee, fährt parallel nördlichste. Parallel, okay. Impala, bleib mal links, bitte. Da jetzt über der Kreuzung drüber, fahren weiter. Und wir kommen wieder nördlichste raus. Ich bin ja da nicht mehr das Schnellste. Ja, ich bin gerade am Aufholen, aber... Kann sein, dass er da in das S abgebogen ist. Ne, ich glaube nicht. Sieht nicht so aus. Ich glaube, der ist eher Tunnel. Der ist Tunnel da vorne. Ja. Und biegt Richtung Bahnhof ab. So, dann gehe ich mich reparieren und komme entgegen. Ja, mach das mal. Ich auch. Kann halt sein, dass er Eskalation ist halt... Der ist halt so weit vorne, aber ich guck mal, ob ich es erspähe. Bremse, ja, fährt Eskalation Richtung Osten vom Bahnhof aus. Ah, und jetzt könnte sein, dass ich ihn verloren. Guck mal, ob er Ding ist. Ah ne, er ist Eskalation Osten durch. Speer. Boah, der ist halt so weit vorne. Fährt Wirrwarr rein. Und ich glaube, er fährt parallel südlichste. Ja, parallel südlichste von Wirrwarr aus. Und dann parallel, also südlichster Tunnel, Entschuldigung, südlichster Tunnel Richtung Osten. Aber das ist halt auch noch ultra schnell. Fiegt Richtung Teufelseck die Ecke ab und jetzt weiß ich nicht mehr wo. Ja doch, Theater, also Eskalation, Theaterstraße noch vorne im Theater. Ist jetzt hohe Theater, biegt hin das Theater ab, also wieder Wirrwarr. Ich biege auch ins Theater ab. Also fährt ins Wirrwarr rein quasi, von Theater kommt, ist jetzt da in der Ecke. Oh, das ist super. Hab viel Verkehr. Sehr schön. Fährt wieder Richtung eher parallel südlichste so die Ecke, würde ich jetzt aktuell sagen. Sehr gut. Oh, fuck, ich hätte fast... Kacke, mein Fehler. Fährt parallel südlichste Straße zu. Sagt immer bitte irgendwo an, wenn ihr von vorne kommt, dass wir das wissen. So, Speer. Fuck, ich kriege nicht richtig umgepinnt. Er fährt Speer nach Norden. Er bremst an, wird Hauptstraße Richtung Osten fahren. Jo, ist Hauptstraße Richtung Osten, 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 Höhe Universität jetzt. Weiterhin Richtung Osten, 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 Osten. Er ist frontal in den X irgendwas gefahren, wenn es synchronisiert war bei ihm. Biegt jetzt parallel nördlichste ab. Parallel nördlichste Richtung Westen. Boah, scheiße. Er ist gleich Höhe Winkelgasse und er biegt, aber keine Ahnung, er ist irgendwo hängen geblieben. Er steht hier an uns. Er fährt wieder parallel nördlichste Richtung Ost. Nee, verarschen uns alle. Sehr gut. Kriegen wir den gepinnt jetzt? 1, 2, 3, 4, 5. Ja, haben wir. Sehr schön. Sehr gut. So, jetzt muss ich mich aber doch mal reparieren. Ich würde sagen, parallel nördlichste war Andi, glaube ich, gerade. Ich bin ansonsten noch hinten am MG dran. Okay, dann sag den an. Der biegt jetzt ins Westlichste ist. Genau, achso, warte mal. Was hast du, Luna? Die Straße hoch. Und. Ah, scheiß Kuro, Alter. Hauptsache hier Colt irgendwas. Ich hab keine Ahnung, was Luna verfolgt. Ist egal, was sie verfolgt, aber wir brauchen Ansagen. Den 370 verfolge ich. Ja, wo? Wo? Der fährt jetzt von der
östlichsten Straße runter ins Teufelseck. Anderthalb Minuten bis Overtime. Fährt da relativ entspannt entlang. Fährt jetzt frontal getroffen. Er hat weiter Eskalation. Okay, ich glaube, der hat mich nicht gesehen, oder? Also. Sah nicht so aus. Bei mir habe ich ihn eigentlich voll getroffen. Na egal. Er hat weiter Eskalation. Okay, jetzt muss ich mich fast reparieren. Ja, ich repariere mich mal sicherheitshalber nochmal. Er hat jetzt Sperrstraße Richtung nördlicher Punkt, Hauptstraße. Und jetzt hat er auf einmal Tempo. Na, 30 Sekunden bis Overtime. Wenn wir eine Einheit noch eine Verfolgung parallel hinbekommt, okay, aber ich wirklich nur eine. Okay, dann bleibt er einfach mal dran. Dann machen wir jetzt den 370. Luna, wo bist du? Ich glaube, er hat mich abgehängt im Unterkopf. Okay, dann MG bitte ansagen. Wir sind jetzt an Kathedrale, direkt an der Rennstrecke. Versucht mich hier ein wenig auszubremsen. Was für eine Rennstrecke? Was für eine Kathedrale? Die Kathedralen-Rundstrecke. Hauptstraße Richtung Osten. Baumallee. Fährt jetzt Richtung östliches S, biegt in diese Straße zum östlichsten S ein. Biegt ins östlichste S ein. Komm ich entgegen. Frontal getroffen. Schön. Ja. In 1, 2, 3, 4, 5. Ist ja, raus. Haben wir noch was? Nee, nee. Die standen alle da schon wie bestellt und nicht abgeholt. Die waren da alle da unten tatsächlich. Ja, aber wir haben zumindest die Festnahme noch erfolgreich hingekriegt. Also eine Sache halt, also ich will jetzt nicht wieder der böse Ray sein, das, ich meine es nur so allgemein als Tipp und auch vielleicht ein Zuschauer, der mal in Zukunft vielleicht mitspielen soll. Wir haben festgelegte Namen. Es bringt nichts, wenn ihr Sachen beschreibt, die für euch klar sind, aber für den Rest der Truppe nicht. Wenn du sagst Kathedral-Rundstrecke, das sagt mir gar nichts. Und wir haben alles benannt, also bitte dann an die Namenskonvention halten, die wir haben. Und Luna, die Idee, die du hattest bei der Hauptstraße vorhin, das ist cool, aber sag das bitte an, dass du sagst, hey, ich fahre da raus oder irgendwas. Weil so war das unmöglich für uns, oder mir war es unmöglich, dir auszuweichen. Ist mir bewusst. Tut mir leid. Ja, nee, ich sag nur, also viel mehr versuchen. Ich weiß, es ist für uns spät. Ich bin auch müde wie Sau. Aber gerade hier, wenn es so eng ist und so weiter, ist Kommunikation und Timing so wichtig. Und wir hatten ja auch schon Szenen, wo das so perfekt gepasst hat, so mit Ansagen, okay, er ist jetzt ein 3, 2, 1 an der Kreuzung, da kann man perfekt rausfahren und so. Wenn mir das weiß, dann kann ich da auch oder können wir da auch bessere Ansagen machen. Genauso aber auch, ne? Oder auch wenn ihr entgegenkommt, ruhig ansagen, dann kann man das ein bisschen abpassen oder genauer dann dem entgegenkommenden ansagen, ey, er ist jetzt hier, er kommt jetzt gleich hier um die Ecke. Weil ich finde, das ist schon wichtig, wenn man sich das so im Kopf vorstellen kann, wo ist er denn? Wie gesagt, das meine ich gar nicht böse, ne? Ich will auch nicht der Klugscheißer sein, ich mache auch ganz viel Scheiße, aber so, was ich halt einmal mitgeben kann, ist einfach kommunizieren, so gut wie es geht, noch und nöcher. Und dann hätten wir vielleicht heute noch die ein oder andere Szene noch geiler ausspielen können. Das waren aber auch, ne, das will ich auch mal lobend erwähnen, ein paar richtig geile Moves dabei. Weil die Truppe kann es ja, aber ich glaube, wenn wir noch ein bisschen besser kommunizieren, dann würde da noch mal ein bisschen mehr gehen. Aber sei es drum, so oder so, wir hatten echt super starke Gegner, muss man ganz klar sagen. Von dem her können wir damit auch recht zufrieden sein. Gut, Leute. Das soll es gewesen sein mit einer weiteren Ausgabe. Ich wünsche euch was. Checkt auf jeden Fall die anderen Sichten aus. Wir sind raus. Ciao. Tschüss. Ciao.